Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal mit einem deutschen Spiel, welches auch rund um die Spiel 2019 erschienen ist. Ich habe es aber jetzt als Rezensionsexemplar bekommen. Ja, und dabei handelt es sich um Fog of Love, ein Spiel, was auf Englisch etwas länger raus ist und jetzt eben auch auf Deutsch erschienen ist. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, wo es halt ja, um die romantische Beziehung zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann, Mann und Frau und Frau, wie auch immer, zwischen einem Paar geht. Und wir halt hier im Endeffekt diese Beziehung spielen. Was auch ganz witzig sein soll, gibt es durchaus unterschiedliche Bewertungen. Ist es auch sicherlich nicht für jeden. Also ein Beziehungssimulator ist schon was Besonderes. Dass das nicht jedem gefällt, ist durchaus nachvollziehbar. Ich fand es spannend, habe mir deswegen dieses Rezensionsexemplar einfach mal zuschicken lassen. Und werde das jetzt auspacken und dann auch mal mit meiner Frau auf jeden Fall mal spielen. Ja, und dann schauen wir da erstmal rein, was hier in dieser schönen weißen Box alles drin ist. Ja, und diese Box geht nicht einfach so auf, sondern wir haben quasi das Spiel so hier drin liegen, was auch ganz witzig ist. Ja? Also auf die Idee muss man einmal kommen. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Dann haben wir hier eine Spielanleitung. Diese hat relativ viel kleinen Text, der auch noch hellgrau oder ein bisschen grau ist. Was okay ist für mich, aber ist vielleicht jetzt auch nicht die optimale Gestaltung, muss man durchaus sagen. Aber gut, wenn man es halt auf irgendwie nur 12 Seiten quetschen will, muss man halt relativ klein schreiben. Jetzt nicht unbedingt ideal, dafür dann trotzdem viele Illustrationen, auch ein bisschen Platz sozusagen, den man hätte auch gerne mit großem Text füllen können. Spielziele, die man hat, hier Aufbau des Spiels auch. Charakter, wie das funktioniert, welche Sachen der hat, Charaktere erschaffen nach dem Spielaufbau und hier dann im Endeffekt der Spielablauf, wie der Spielzug aussieht, Aufbau einer Szene, eine Szene spielen, wie Szenen funktionieren und so weiter. Ist schon ein bisschen speziell, so wie das sich anhört. Und wie man sieht, sind zwar jetzt hier nach 10 Seiten, sind wir dann schon beim Finale, beim Spielende, aber wie gesagt, sehr kleiner Text, also doch ein bisschen was zum Anschauen. Hier nochmal entsprechend eine Übersicht und hier haben wir nochmal sozusagen Sofortspielanleitung, sodass die erste Partie direkt spielen kann, nämlich mit dieser Übersicht. Finde ich auch ganz interessant. Auf jeden Fall dann später sicherlich auch mal gut, um hier nochmal nachzuschauen. Dann haben wir das Spielbrett. Das ist auf jeden Fall spannend. Denn wie gesagt, hier haben wir auch so eine Art Einsatzmechanismus. Und hier haben wir dann Spezialereignisse, Kapitel, der Spielbereich, welche Wahl die zwei Partner treffen, die dann links und rechts hier dran sitzen. Wahrscheinlich verschiedene Szenen, die hier ausliegen, Wesenszüge, Berufe, Äußeres. Hier auch noch bestimmte Entwicklungen in bestimmten Bereichen, Persönlichkeitsaspekte, das heißt empfindsam oder dickfällig oder Empathie oder grob. Also dass es ein bisschen so in verschiedenen Bereichen geht. Und da muss man natürlich schauen, weil man will natürlich, glaube ich, so, weil ich das weiß, schon für sich spielen, Siegpunkte holen, um das Spiel zu gewinnen. Aber natürlich muss man auch schauen, dass die Beziehung dann in gewisser Weise funktioniert und das weitergeht. Und dann muss man eben mal abwägen, was in dem Fall sinnvoller ist. Sieht auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Spielbrett aus, muss ich sagen. Doch anders, als man das normalerweise gewöhnt ist. So spannend, spannend auf jeden Fall. Schauen wir mal, was noch so in der Box drin ist. Schauen wir gleich mal. Es sieht eine Sache, die sollen wir erst öffnen, wenn wir das Tutorial gespielt haben und wenn wir mit den Spielinhalten, den Spielmechanismen vertraut sind. Da gibt es hier offensichtlich noch mehr drin. Gucken wir gleich. Hier haben wir ja, kleine Boxen. Die war nutzen können, um Dinge drin einzupacken, was ganz witzig ist. Dann haben wir hier ein paar Chips, die wahrscheinlich nur dafür da sind, um ja, einfach mal seine Meinung für irgendwas abzugeben. Da können wir gerne mal schauen und uns das mal näher anschauen. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig komplex, haben halt verschiedene Zahlen drauf und entsprechend muss da wahrscheinlich irgendwie was ausgewählt werden, könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir hier
noch für die beiden Spieler Marker. Ja, Holzmarkerrunde plus hier auch noch bestimmte dickere Marker, wo überall eine 5 draufsteht. Das vielleicht für irgendwelche Sachen der Wert eben das Fünffache ist. Dann haben wir hier Kartenhalter, nehme ich an. Auch ganz witzig, dass die hier dabei sind. Also, cool. Dass man die halt irgendwie bei sich hinstellen kann und entsprechend Karten dann halt nicht halten muss oder verdeckt legt, sondern eben vor sich hinstellen kann. Was ja dann doch bei vielen Spielen nicht dabei ist, wo man dann was extra braucht. Hier für die anderen Spieler natürlich auch. Ja, das sind die Sachen und schauen wir uns dann nochmal an. Da ist noch einiges an Karten, an sehr großen Karten dabei. Auch an recht kleinen Karten. Und wir haben noch mehr Karten. Und wir haben hier noch verschiedene Decks, die ja, offensichtlich Sondersets sind und noch zu sind, die ich jetzt mir auch nicht angucken werde. Wir schauen jetzt erstmal hier rein. Ja, und dann haben wir hier den Leitstapel. Es gibt da verschiedene Stapel. Das ist der Leitstapel, was auch immer das bedeutet. Genau, Tutorial Karte 1. Und da haben wir halt hinten was stehen. Zum Beispiel nehmt die nächsten zwei Karten vom Leitstapel. Das sind eure Charakterkarten. Jeder von euch erhält die Karte ihrer Farbe. Da kann man dann zum Beispiel eben ja, zwei Frauen oder Mann, Frau oder Mann, Mann. Also da ist flexibel spielbar. Da finde ich auch super so. Und dann gibt es halt ja, hier weitere Sachen, die erklärt werden, wie das grundsätzlich funktioniert, wo man dann eben mit der Tutorial zwei Karte weitermachen muss. Die ist vom Wesenszügestapel, aber da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Hier sieht man dann eben nur noch weitere. Dann irgendwann ist man wieder hier bei der Tutorial-Karte 7 und dann geht es weiter bis 10, 11 und dann sind halt das Tutorial drin und dann geht es irgendwann, eine Zusammenfassung gibt es hier noch und dann gibt es mit dem Kapitel 1 los und im Endeffekt dann weiteren Spielen. Und dann hat man hier hinten dann im Endeffekt 10 Karten. Und diese Szenenkarten beinhalten dann eben auch bestimmte Szenen, die man im Spiel spielen kann und die dann eben ja, dazu führen, bestimmte Sachen ausgespielt werden müssen zwischen den beiden Spielern. Dann haben wir den Ernststapel, da haben wir dann Tutorial-Karte 3, wo wieder erklärt wird, wie man im Tutorial vorgeht. Hier noch zwei Szenen, die dann irgendwann kommen und das ist schon Tutorial-Karte 21, also doch einiges an Karten dabei und die eben das Tutorial offensichtlich recht umfangreich machen. Bin ich dann gespannt, wie es dann entsprechend am Ende geht. Hier haben wir dann Spielhilfekarten auch, wo dann all die Symbole, Szenenkategorien etc. erklärt werden, Effekte etc. Also für die zwei Spieler weitere Szenen, die man halt im Spiel zum Einsatz bringen kann. Auch Erweiterungen, ja, die ja schon angekündigt werden für Fog of Love, wenn sich das Spiel denn bei Pegasus gut verkauft, wo man auf jeden Fall mal reinschauen kann, ohne hier groß mischen ist hier zum Beispiel der Berufestapel, den man ja auch durchgeht, da haben wir dann eben Berufe, ne? Zum Beispiel Hochzeitsplanerin, Verbrecherin, Politikerin, das könnt ihr hier auch nicht so gut sehen, Werbeleiterin, also eigentlich auch keine Sache, die jetzt hier wahnsinnig gestaltet ist, sondern sind wirklich eben bestimmte Jobs in dem Fall, die dann auch Einfluss auf diese verschiedenen Charakteraspekte haben, die ich oben schon oder vorhin auf dem Spielbrett gezeigt habe. Das heißt, je nachdem, welche Jobs man annimmt etc., hat das halt Einfluss auf unsere Werte dort. Hier haben wir auch noch den Wesenszügestapel, der gleich auf der ersten Tutorial-Karte auch erwähnt wurde. Und dann haben wir halt zum Beispiel manipulativ, ja, dass man eben bestimmte Dinge macht, beeinflusst und das hat dann Auswirkungen auf, oder man muss halt eine bestimmte, bestimmter Wert haben auf diesen bestimmten Charakteraspekten. Hier genauso bei eifersüchtig, Entschuldigung, wo wir auch eben bestimmte Bedürfnisse oder bestimmte Voraussetzungen haben müssen und dann können wir das halt nutzen. Oder haben wir diesen Wesenszug, wie auch immer, müsste man im Detail dann sehen. Aber das scheint schon so ganz interessant, auf diese Charakterzüge einzugehen
und ja, darauf eben auch Bezug zu nehmen. Und dann haben wir eben hier noch den äußeren Stapel, wo es einfach um äußere Sachen geht. Und oh, da haben wir dann zum Beispiel Nasenpiercing, Schlafzimmerblick, laute Stimme, und die Sachen haben halt auch immer Einfluss entsprechend auf diesen eigenen Charakteraspekt. Ja, interessant. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das Letzte, was hier eben noch dabei ist, was ich jetzt aber nicht auspacken möchte, beziehungsweise das Vorletzte, sind halt ja diese Trennsachen, die dann im Endeffekt in das Insert reinkommen, wo wir dann halt für die verschiedenen Kapitel oder verschiedenen Spiel-Dinge, die wir hier machen können, Date am Sonntagmorgen, Jugendliebe, was ja hier ein separates Pack ist, was mir noch auspacken muss, und weitere Dinge, und hier auch dann zum Beispiel Charaktere und Bestimmungen für den einen Spieler und den anderen Spieler, das Tutorial, die leichte, ernste, Drama-Stapel, Spezialereignisse, Verschiedenes. Also hier hat man Möglichkeiten, Trenner einzubauen, die auch schön stabil sind. Finde ich auch eine schöne Sache, dass die mir auch gleich dabei sind. Und wie gesagt, hier haben wir noch drei zusätzliche Packs, die wir halt dann später öffnen können. Und wo wir erst das Tutorial gespielt haben müssen, dann die Jugendliebe gespielt haben müssen, um das aufzumachen, und dann das gespielt haben müssen, um das auch machen zu können, um dann eben neue Herausforderungen und andere Abwechslung zu haben bei dem Spiel. Sieht auf jeden Fall spannend aus, muss ich sagen. Ja, das war mein Unboxing von Fog of Love. Da ist es. Ein Spiel, was jetzt bei Pegasus in Deutschland, auf Deutsch natürlich, erschienen ist. Und welches ich auf jeden Fall mal auf den Tisch bringen werde. Mal schauen, wie sich meiner Frau gefällt. Ja, die ist bei solchen Sachen manchmal so ein bisschen skeptisch, ob man sowas spielen kann. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Und romantische Komödie als Brettspiel hört sich ja nach dem auch an, dass es ein bisschen unterhaltsam ist und nicht zu bierernst. Wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft da mal drüber berichten. Auch in meinem neuen Format, was es auf abenteuer-brettspiele.de gibt, wo ich über meine Ersteindrücke in einem Artikel von mehreren Spielen berichte. Jeden Monat. Dort findet ihr Infos. Natürlich findet ihr solche Ersteindrücke auch in meinem Brettspiel-Podcast, Abenteuer-Brettspiel-Podcast, den ihr ebenfalls auf abenteuer-brettspiel.de finden könnt. Ja, und ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Vielleicht habt ihr ja schon die englische Version gespielt, oder auch schon die deutsche Version. Und was haltet ihr davon? Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen hinterlasst oder auch die Glocke anklickt, um über neue Videos informiert zu werden. Ja, das war's für heute mit diesem Unboxing-Video, und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann!